Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute, um was geht es heute? Heute geht es um einen Echtgeld-Trading-Wettbewerb und warum und wie wir diesen Wettbewerb mitgestalten werden in diesem Jahr, das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Das neue Jahr hat angefangen, ne? Und wie es immer so ist, man hat ja fürs neue Jahr immer Projekte und ein Projekt, was ich definitiv nicht auf meiner Liste hatte, war an irgendwelchen Wettbewerben teilzunehmen. Ne? Da fehlt mir im Grunde genommen eigentlich auch ein bisschen die Zeit, weil wir bauen dieses Jahr um, also hier in der Firma. Wir starten dieses Jahr 2 Fonds, die es demnächst von uns geben wird. Wir haben viele Aktivitäten im Bereich Coaching. Wir handeln natürlich unsere eigenen Konten sehr, sehr viel. Das heißt, ich bin im Grunde genommen für dieses Jahr ziemlich voll, sodass also so ein Wettbewerb überhaupt nicht für mich geplant war. Ich habe da jetzt keine Ambitionen gehabt. Jetzt sitze ich allerdings über Weihnachten in einem schönen Hotel in Tirol und wie es halt so ist, man scrollt dann abends mal kurz durch Facebook und da sehe ich doch einen Post und zwar vom Uwe Schubert. Der Uwe, der war ja noch nie im Kanal, wir haben aber schon mal über ihn gesprochen, glaube ich, und zwar der Uwe ist der Macher von oder des Inveos Trading Awards, ne? Wohnt selbst in Marbella. Schön warm also. Und der Uwe macht also diese, hat im letzten Jahr mit seiner Firma zusammen diese Inveos Trading Awards veranstaltet. Ganz großartige Sache, also wo Händler aus der ganzen Welt gehandelt haben. Mit zum Teil unglaublichen Renditen, auch auf Echtgeldkonten, also nicht irgendwie gefaked oder so. Und dann hat er eines gemacht, nämlich er hat sich da jemand Gutes mit an Bord geholt, und zwar den Giovanni Ciccivelli. Und der Giovanni ist ja wirklich ein begnadeter Händler, also jemand, vor dem ich riesen Respekt habe, vor dem ich immer wieder meinen Hut ziehe. Und immer, wenn ich ihn mal sehe, sage ich, Giovanni, du bist mein Held. Und der Giovanni hat hat letztes Jahr eine ziemlich coole Sache gemacht, nämlich der hat mit Echtgeld aus einem 10.000-Euro-Konto ein über 100.000-Euro-Konto gemacht. Ne? Und das nicht mit einem wilden Trader wie so Long Bitcoin. Nein, der hat da wirklich ganz, ganz viel getradet und gemacht. Also Giovanni an dieser Stelle auch nochmal riesen, riesen Sache. So, und der Uwe hat jetzt Folgendes gemacht. Und zwar postet er dann irgendwann so um die Weihnachtszeit herum, dass er jetzt für 2018 einen Echtgeld-Wettbewerb machen will. Und zwar für Coaches, ne? Also für Leute wie mich, die ja immer alle sagen, okay, wir machen Coaching und ich bringe dir bei, wie man an der Börse Geld verdient, aber die allerwenigsten, das wisst ihr, veröffentlichen ja mal irgendwie Kontoauszüge. Und jetzt haben wir das ja gerade auch erst wieder gemacht, ne? Also Kontoauszüge veröffentlichen wir ja immer, es gibt bei uns die Managed Accounts, kann ja jeder nachvollziehen, also bei uns ist das jetzt nicht so was Neues, aber die allerwenigsten machen das und jedenfalls der Uwe hat jetzt einen Wettbewerb ins Leben gerufen und der heißt, ich habe das extra hier nochmal aufgerufen, die Inveos Real Money Challenge, ne? Und die ist also heute, wo ich das Video hier aufnehme, gestartet hier am 2., ihr seht das Video also ein paar Tage versetzt. Und die Idee ist also, dass ausschließlich in diesem Wettbewerb ausschließlich Leute, die eine Dienstleistung anbieten und sagen, ich bringe anderen Leuten das Traden bei, dass die selber auch mal Butter bei die Fische machen müssen und selber mal mit einem Echtgeldkonto zeigen müssen, was sie können. Naja, und als ich das gelesen habe, habe ich natürlich gesagt, Mensch Uwe, super Idee und komm, da machst du noch mit. Ne? Und da habe ich ihm spontan eine Mail geschrieben oder eine Nachricht geschickt und habe zugesagt und habe gesagt, okay Uwe, ich bin da auf jeden Fall dabei, freue mich auch und wir werden jetzt also auch hier mitmachen. Die Idee ist also, dass jemand, dass ein Coach, und zwar die Voraussetzungen oder die Bedingungen sind halt so, man muss ein Konto eröffnen bei einem Broker seiner Wahl, also es gibt kein Broker wird vorgeschrieben und 10.000 Euro, das ist auch nicht allzu viel, er hat das auch gesagt, naja, okay, das sollte jeder Coach haben, guter Hinweis, sollte wirklich jeder haben, der behauptet, Börsenhandel verstehen zu können und dann kann er auf dem Konto handeln, was er will. Die Performance wird getrackt, also man muss die Kontoauszüge hinschicken und dann wird das veröffentlicht auf der Webseite und dann könnt ihr das immer entsprechend auch nachvollziehen und da ist es doch eine Selbstverständlichkeit, dass ich da mitmache. Das heißt, ich werde jetzt gleich hier im Anschluss, nachdem ich das Video aufgenommen habe, ein neues Konto öffnen. Ich werde das diesmal mal bei den Kollegen von Linksbroker machen. Wird es der eine oder andere fragen, warum nicht bei IB, warum nicht bei CapTrader? Ganz einfach, weil Links finde ich auch ein sehr, sehr guter Broker ist. Wir haben schon lange auch Geschäftsbeziehungen mit denen und die Jungs machen auch einen guten Job.
Und deswegen mache ich das Konto einfach bei Links auf und dann werde ich dieses Konto traden. So, und jetzt ist ja die Frage, was tradet man denn auf einem 10.000 Euro Konto mit Optionen, wenn man so einen Wettbewerbscharakter hat? Ich habe natürlich in so einem Wettbewerb dann zwei Ansprüche. Zum einen will ich zeigen, dass man mit dem Verkauf von Optionen Geld verdienen kann. Das ist die Nummer eins. Ne? So, jetzt soll es natürlich aber schon auch so sein, dass am Ende des Jahres mehr als 2-3% da stehen. Ne? Ich habe allerdings auch nicht den Anspruch, den Giovanni zu schlagen, weil das kann ich auch nicht. Mit unserer Art des Handels ist das auch nicht machbar. Aber so zwischen, also ich hätte schon so eine Zielvorgabe, so 20-30% sollten da schon rauskommen. So, was macht man jetzt mit so einem 10.000er Konto? Jetzt könnte ich sagen, man macht nur Aktienoptionen oder man macht Future-Optionen in ausgewählten Märkten, ne, gänge ja mit 10.000 Euro. Und ich habe mir überlegt, ich werde so eine Mischung machen. Ne? Ich werde also wirklich mal versuchen zu sagen, okay, ohne mir eine feste Strategie vorzugeben oder besser gesagt nicht zu sagen, ich mache nur Aktienoptionen, ich mache nur Future-Optionen. Ich werde versuchen, beides zu machen und zwar immer da, wo sich gerade sehr, sehr aussichtsreiche Gelegenheiten geben. Das heißt, ich werde versuchen, die Trade-Frequenz nicht allzu hoch zu setzen, nicht zu viel zu traden. Ich habe ja 12 Monate Zeit. Ne? Der Wettbewerb läuft vom 2. Januar bis glaube zum 31. Dezember oder jedenfalls bis in den Dezember hinein. Und ich werde also versuchen, jetzt hier nicht wie ein Wilder, was ich auch nicht muss, bin kein Daytrader, sondern wir handeln ja mehrere Tage, Wochen immer mit unseren Positionen. Das heißt, ich werde versuchen, nicht zu viele Trades zu machen. Ich werde natürlich das Risiko schon ein bisschen höher ansetzen als vielleicht in einem normalen Konto, aber eben nur wirklich in ausgewählten Märkten. Also, dass man sagt, was ist ein ausgewählter Markt? Naja, die Volatilität muss natürlich ein bisschen höher sein. Es muss ein klarer Trend sein oder vielleicht auch mal ein Trendbruch. Ne? Also meine Idealvorstellung wäre ja, der Aktienmarkt bricht mal 10-15% innerhalb von 2 Wochen ein und wir haben einen VIX bei 50. Das wäre natürlich ein Traum. Ne? Was würde ich dann machen? Dann würde ich Short Puts im S&P verkaufen und Short Calls im VXX oder den VXX direkt Short gehen. Dann wäre das Geld ja schon drin. Ne? Und müssen wir mal sehen. Also das auf jeden Fall werde ich machen. Also ich werde mir da alle Möglichkeiten offen halten. Und warum erzähle ich euch das jetzt überhaupt? Ich will euch natürlich hier auf YouTube auch ein bisschen daran teilhaben lassen. Und deswegen wird es dieses Konto auf 2 Wege zu verfolgen geben, nämlich was wir da für Trades machen. Zum einen, es wird 3 Wege geben. Zum einen, ihr könnt die ganz normale Performance verfolgen auf der Webseite von Inveos. Ich muss jetzt selbst mal schauen, wo das dann stehen wird. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Googelt einfach mal. Ne? Oder wer es schon weiß oder Uwe, wenn du das Video siehst, wahrscheinlich bei, hier steht's. Und zwar bei tradingawards.net. Ich mache euch auch hier den Link mal unter das Video. Okay? Tradingawards.net. Dort wird also die Performance zu sehen sein, aber ja nicht die einzelnen Trades. Und damit ihr aber auch so ein bisschen wisst, was in den Trades passiert oder was wir da für Trades machen werden, was ich da für Trades machen werde, werde ich es folgendermaßen machen. Und zwar zum einen wird es hier so vielleicht im Abstand von 2-3 Wochen auf YouTube immer mal ein Live-Update geben. Das heißt, ich werde euch immer mal so ein bisschen erzählen, was ich gerade gemacht habe, was also passiert ist, wie der Kontostand ist, sodass ihr das auch ein bisschen nachvollziehen könnt. Und zum Zweiten werde ich das Konto mit aufnehmen in unser Coaching-Programm, in unserer Coaching-Stufe 2 und werde es dort entsprechend live handeln. Das heißt, die Trades auch ein bisschen erklären, weil das wird schon ein bisschen was Besonderes werden. Also schon ein paar Trades, die vielleicht nicht ganz so alltäglich sind. Trotzdem ganz strikt nach Regelwerk, also trotzdem, es wird Optionsverkauf sein, aber ich werde eben zum Beispiel vielleicht mal an einem Tag eine Put-Option auf Amazon verkaufen und irgendwann später mal irgendwie vielleicht mal einen Trade auf den auf Crude Oil machen und dann auch mal wieder vielleicht einen Trade in Volatilitätsoptionen. Ne? Also es wird so ein bisschen eine Mischung geben und wer das also 1:1 nachvollziehen will, der kann das bei uns im Coaching machen. Ihr wisst, ab diesem Jahr gibt es ja auch unsere Geld-Zurück-Garantie. Jeder, der mit uns Coaching macht und kein Geld verdient, der kriegt sein Geld zurück. Ich bin überzeugt davon, ich werde niemanden sein Geld zurückzahlen müssen, wenn er sich an unsere Regeln hält. Und auch hier mache ich euch den Link nochmal unten rein, wo ihr euch für dieses Coaching anmelden könnt, wenn euch das interessiert. Aber wenn ihr sagt, nein, ich will mir das erstmal noch anschauen, wie das so wird, ne, dann
könnt ihr das hier, wie gesagt, auf YouTube machen oder eben rein weg von der Performance auf der Seite von Inveos, also hier tradingawards.net. Und warum erzähle ich euch das jetzt heute hier in diesem Video? Ich will natürlich auch ein bisschen eure Anregung mit aufnehmen. Ne? Das heißt, wie würdet ihr denn an so einen Wettbewerb herangehen? Wie würdet ihr so ein Konto managen? Wie gesagt, Bedingung Nummer 1, ich darf kein Geld verlieren. Also das fände ich sehr, sehr blamabel, wenn ich kein Geld verdienen würde. Das fände ich echt eine Blamage. Geld verlieren, der Schutz vor Geldverlust steht an erster Stelle. Zweitens, es soll natürlich eine ordentliche Performance sein, aber ich weiß natürlich auch, dass ich an einen Daytrader oder jemand, der scalpt, nicht herankommen werde. Ne? Also da mache ich mir auch überhaupt keine Illusionen. Ich habe auch die Motivation vielleicht schon, aber ich weiß auch, dass es nicht realistisch wäre, so einen Wettbewerb zu gewinnen. Das ist mit unserer Art von Handel nicht möglich. Dafür kann ich eben auch unsere Art von Handel nicht nur mit einem 10.000er Konto machen, sondern auch mit einem 100.000er, mit einem 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen. Also das ist für mich wesentlich interessanter. Und deswegen aber mal, wie würdet ihr denn rangehen? Was würdet ihr handeln? Worauf würdet ihr achten? Würdet ihr viel traden? Würdet ihr wenig traden? Wie würdet ihr das Ganze für euch selbst handhaben? Und vielleicht mal die Frage auch an euch, wäre es denn für euch interessant, wenn wir auch mal so einen Wettbewerb machen würden? Also mit euch, dass ihr sagt, ihr könnt so einen Wettbewerb mal mit uns machen und ihr könnt mal zeigen, was ihr im Optionshandel könnt. Ganz, ganz viele haben ja jetzt zuletzt in unserer Facebook-Gruppe die Optionshändler ihre Performance gepostet. Hervorragend, muss ich sagen. Also hier Chapeau an jeden, der das gemacht hat. Auch an die, die gepostet haben, dass sie kein Geld verdient haben in ihrem ersten Jahr. Ne? Oder dass sie bloß 2% oder 3% plus gemacht haben. Respekt vor eurer Ehrlichkeit, dass ihr euch das traut, dass ihr das macht. Ganz, ganz großes Lob. Und wäre es für euch interessant, auch mal so einen Wettbewerb zu machen. Vielleicht so eine Optionstrading-Meisterschaft. Wenn ja, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Ihr könnt mir auch mal eins noch mit reinschreiben. Wer sollte denn mal an so einem Wettbewerb mit teilnehmen? Ich weiß, ein paar Kollegen haben sich schon gemeldet. Also ich weiß, dass der Giovanni, na klar, logischerweise, hat sich wieder gemeldet. Ich glaube, der Markus Gabel hat sich gemeldet und hat gesagt, er macht mit. Markus, an der Stelle, Respekt, dass du das machst. Und wer wären denn so die anderen, von denen ihr euch mal wünschen würdet, dass sie mal Butter bei die Fische machen? Ne? Und mal sagen, okay, komm hier, 10.000 Euro handle ich mal mit. Wer sollte denn das mal machen? Ne? Schreibt mir das mal mit rein. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.